Ich bin der Schlaf. In meiner tiefen Nutzlosigkeit und Passivität, in den von mir verursachten unkalkulierbaren Verlusten in der Zeit der Produktion, Zirkulation und Konsumtion, werde ich mit den Ansprüchen einer 24/7-Welt stets kollidieren. Verorten würde ich jetzt die Arbeit in so einer Art dystopischen Jetztzeit, also es gibt jetzt keine bestimmte zeitliche Ebene da drin oder eine Erzählung, es ist irgendwie 2018 oder 2032, aber so vom ganzen Gefühl her mit dieser Lackfolienoptik und so ist es schon ja was sehr Artifizielles, was irgendwie heute sein könnte, in der Zukunft sein könnte oder hätte auch eine vergangene Zukunft sein können. Also vielleicht irgendwie eine Zukunft, wie man sich die in den 80ern oder 70ern vorgestellt hat. Und das mag ich eigentlich so, diese zeitliche und räumliche Entgrenzung. Und dass man halt irgendwie den Menschen eher so ein Gefühl mitgeben kann dazu. Meine Nacht ist von keinen Bildern gestört worden. Weder der Lust noch des Grauens. Das heißt, Sie haben keine Erinnerungen an Träume heute? Ich träume allgemein sehr wenig in letzter Zeit. Es gibt schon die Situation, dass mir halt auch gesagt wird von den Performerinnen, oh Gott, ich bin jetzt hier irgendwie 3 Stunden drin, ich kriege totale Beklemmungen, das ist alles monochrom oder das ist irgendwie überall Lackfolie oder das ist alles so glatt oder das ist alles so kühl, kann ich mal kurz rausgehen, spazieren, ich muss hier raus. Und das ist natürlich eigentlich genau der Moment, den ich gerne habe, wenn ich dann irgendwie die Leute tatsächlich in den Räumen, wenn ich es geschafft habe, dass die Leute in den Räumen so die Stimmung absorbieren, dass sie dann daraus halt auch das Spiel ableiten können. Und ich glaube, das macht ganz viel mit einer Person. I like to build these models also in like kind of not functional way, but in a artistic kind of radical transformative way also. It's also related to a lot of research actually dealing with fields of human interaction and of non-human interaction. So there are actually, so one question is how artificial intelligence is building reality or constructing reality, or how people who are receiving this information are building their own reality out of this. So, and in this installation, it's more about a transformative way. It should be kind of humoristic, I don't know if it works like this, but I thought, but
but actually the content which is generated out of this bullshit content actually can be more interesting than the real content. It's definitely, for me, it's way more interesting. Wir sind da am Center for Human Computer Interaction der Uni Salzburg und wir beschäftigen uns da mit ca. 30 Leuten in der Forschung mit allen möglichen Themen rund um Menschen und Technologie. Also wie geht es Menschen mit Technologie? Was könnte man mit neuer Technologie noch anfangen? Wie kann man unser Leben damit schöner, besser, angenehmer, effizienter, schneller, cooler, bequemer, besser gestalten? Wir haben heute am Center für HCI einen Game Jam gemacht. Game Jam heißt, dass innerhalb von einer bestimmten Zeit Spieleprojekte von der ersten Idee bis zum fertigen Projekt quasi komplett durchentwickelt werden. Normalerweise dauern solche Game Jams eher 48 Stunden bis 72 Stunden, das heißt durchaus mal ein ganzes Wochenende. Wir haben heute versucht, innerhalb von einem ganzen Tag quasi wirklich fertige Spieleprojekte von der ersten Idee bis zum fertigen Ding, das man wirklich spielen kann und austesten kann, dann zu entwickeln. Es sind ganz unterschiedliche Sachen entstanden. Thema vom Digital Spring Festival war ja Transhumanismus und wir haben das zum Anlass genommen, um heute Spiele zu entwickeln, die sich entweder auf einen Sinn ganz exklusiv konzentrieren, also zum Beispiel wirklich nur tasten, nur hören, nur sehen, oder aber die alle außer einen Sinn bedienen. Wir haben zum Beispiel Spiele gehabt, die im analogen Bereich waren, also Brettspiele, Kartenspiele. Wir haben Spiele gehabt, die rein im digitalen Bereich sind, die man zum Beispiel über das Tablet oder über den Computer spielen kann. Und wir haben auch Spiele gehabt, die sich hybrid irgendwo dazwischen bewegen, die also in dem Fall sowohl eine digitale Komponente, zum Beispiel ein programmierbares kleines Arduino-Board, das ist ein kleiner, also Computer, den man programmieren kann, verbinden mit einer analogen Komponente, wie zum Beispiel ein Brettspiel oder ein Kartenspielelement. Gesten machen, damit die Welt eben interagieren, um sie mit Spannendem zu halten. Und das wirklich Innovative dabei ist, dass die Leute, die man danach noch im Programm war ein Vortrag von Dr. Michael Lankes zum Thema bitbasierter Interaktion in Computerspielen und der Abschluss zu diesem Tag rund um Spiele war dann eine Brettspiel-Performance organisiert, gestaltet vom oberösterreichischen Künstlerinnenkollektiv Kjoche, gemeinsam mit 4 Medienkünstlerinnen, Theoretikerinnen als Spielerinnen, also Brettspiel-Performance live vor Publikum. I'm a performance artist and my body is the main medium. And as a performer, being in the scene and also seeing a lot of other performance works, I at some point got bored of the human silhouette on stage. And I was like, what could be my next project that I can challenge the qualities of our actual bodies and try to extend them, maybe not practically, but more conceptually. And then I came up with this idea of creating an instrument that you can wear, and from movement you can generate sound. And because I work a lot with a voice, all the sounds that you hear in the instrument, they're like voices recorded, and each voice creates a different sound, and the combination of the sounds creates this polyphony, which is like a musical body that moves. The concept behind it that you don't really see in the performance, but it was more like food for me to continue. I wanted to create a body that is completely self-sustainable and that is completely fulfilled by itself, that it doesn't need anyone except itself. That every need that the body has, it's fulfilled by sound.
and every sound fulfills a certain kind of psychological or physiological need. Fucking hate you.